Vortrag zu dieser Präsentation. Follow the Money, wer verdient an kostenlosen Downloads? Mein Name ist Volker Rieck, bin Geschäftsführer der Firma FDS, File Defense Service. Ich sage nachher noch ein bisschen was zu dem Unternehmen, mache aber nicht viel Werbung, versprochen. Dieser Titel hört sich ja erstmal ein bisschen an wie ein Widerspruch, ne? Kostenlos und verdienen passt ja eigentlich nicht richtig wirklich zusammen. Ich versuche im Laufe dieser Präsentation aufzuklären, dass es sehr, sehr gut zusammenpasst und versuche Ihnen auch zu zeigen, wer an welcher Stelle hier welches Geld verdient. Ich starte mal mit der ersten These, bevor wir richtig loslegen. Im Netz wird nämlich immer bezahlt. Die Währung wechselt nur und manchmal ist eine Währung auch nicht unbedingt als Währung zu erkennen. Und ich zeige Ihnen, wie diese Währungen im Netz aussehen können. Im Internet gibt es leider keinen Altruismus und alles, was ich Ihnen gleich zeige, wird nicht von den Mönchen vom Orden der Barmherzigkeit betrieben, sondern das sind alles Geschäftsmodelle, man muss nur wissen, wie sie funktionieren. Das hier ist eine Landkarte meiner Präsentation, damit Sie ungefähr wissen, was Sie erwartet. Wir starten hier. Kurze Vorstellung, was wir machen, woher wir kommen. Ich erkläre hier das Modell File Sharing. Hier erzähle ich Ihnen etwas über File Hosting. Versuche hier auch so ein großes Bild, habe ich das genannt. Vielleicht gibt es eine Art Lösung, ne? Gibt es Lösungen? Und ziehe am Ende hier nochmal ein Fazit. Die Präsentation ist ungefähr 45 Minuten lang. Das heißt, wir haben im Anschluss noch irgendwie 10, 15 Minuten, um über Fragen zu sprechen oder wenn es hier irgendwelche Dinge gab, die Sie vielleicht nicht verstanden haben oder die zu schnell gingen. Gut, starten wir mit der kurzen Werbung. Das Unternehmen oder mein Unternehmen wurde im Jahre 2011 gegründet. Wir sind in erster Linie im Bereich File Hosting tätig, das heißt, wir lassen illegale Direct Download Links löschen, die wir auf Portalen finden, bei sogenannten File Hostern. Ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr dazu. Wir sind mittlerweile für 90 Unternehmen tätig, aus allen Bereichen digitaler Unterhaltung. Also wir haben Musiklabel, wir haben Einzelkünstler, wir haben Home Entertainment Firmen, wir haben App-Entwickler, wir haben Softwareunternehmen, Games Publisher, E-Book-Verlage, Zeitschriftenverlage, weil die im Grunde genommen alle das gleiche Problem haben oder weil die Problematik eigentlich auf alle zutrifft. Seit 2011 haben wir angefangen, eine sehr, sehr große Datenbank aufzubauen, wo wir File-Hoster systematisch erfasst haben, aber auch Portale systematisch erfasst haben und auch die Zusammenhänge zwischen Portalen und File-Hostern erfasst haben. Wir haben mehrere Millionen illegale Download-Links mittlerweile in unserer Datenbank. Wir erfassen aber auch die Data-Centers, so nennen wir sie, also die Rechenzentren, wo diese Dinge eigentlich alle stattfinden. Und wir erfassen seit 2 Jahren ungefähr auch die Zahlungsdaten. Das heißt, wie und wo kann man denn eigentlich diese ganzen Dinge bezahlen? In meinem anderen Leben bin ich Geschäftsführer eines kleinen Softwareunternehmens, ein kleiner Games Publisher. Wir sind in einer totalen Nische. Wir machen Simulationssoftware und Zusätze, sogenannte Add-ons zu Simulatoren. Und ich habe eigentlich bis 2008, 2009 gedacht, dass uns diese ganze Thematik überhaupt nicht interessiert, weil wir viel zu sehr in der Nische sind. Musste aber feststellen, dass es uns massiv interessieren muss, dass also auch unsere Produkte massiv unreguliert distribuiert werden. Und wir haben das eigentlich sehr schmerzhaft erfahren müssen, weil wir heute wissen, dass wir bei einem Teil unserer Produkte eine Ratio von genutzt zu gekauft von 30 bis 50 zu 1 haben. Also auf ein gekauftes Produkt kommen ungefähr 30 bis 50 genutzte Produkte. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie ich zu dieser These komme. Bei der Software haben wir es ein bisschen einfacher, weil wir zum Beispiel wissen, wie viele Downloads wir für einen Service Pack oder ein Patch oder sowas haben. Und wenn Sie von einem Produkt halt 5000 Stück verkaufen, bringen einen Download, ein Service Pack raus und Sie haben in sehr kurzer Zeit 25.000 Downloads auf dieses Service Pack, in sehr, sehr kurzer Zeit, dann wissen Sie, dass es viel mehr Menschen gibt, die Ihr Produkt nutzen, als die es gekauft haben. Und insofern wage ich hier die zweite These. Ich glaube, dass die Ratio in Ihrem Bereich, in der Musik oder auch von mir aus im Bereich Film oder im Bereich E-Book wahrscheinlich in einer ähnlichen Dimension liegen wird. Nur können Sie das wahrscheinlich nicht so gut messen, wie wir das können. Gut, das Bild hier habe ich mir ausgesucht, weil das die sogenannte Satt-Theorie darstellen soll. Also Sie sehen ja jemanden, der reichlich gegessen hat, der richtig gut ist. Ich persönlich glaube nämlich sehr, sehr stark an die Satt-Theorie. Das soll heißen, wer seinen Hunger nach digitalen Inhalten gestillt hat, der isst eigentlich nicht mehr weiter.
Also ich habe große Probleme zu verstehen oder zu begreifen, wenn es heißt, dass Filesharer eigentlich die besten Kunden, die treuesten aller Treuen sind. Ich glaube, es wird sicherlich welche geben, die auch kaufen, aber ich glaube, der Großteil von denen wird nicht kaufen, sondern wer das Produkt seiner Wünsche bereits digital in bestmöglicher Qualität hat, der fällt für mich als Kunde eigentlich erstmal aus. Das ist jetzt sehr, sehr anekdotisch, ne? Aber ich habe mir vor ungefähr 14 Tagen die vierte Staffel von Game of Thrones bei iTunes, war irgendwie die erste Quelle, wo man das legal kaufen konnte, die deutsche Version gekauft, für, was weiß ich, 28 Euro oder so. Und bin zum Beispiel jetzt jemand, der nicht hingeht und sagt, ich müsste zwangsläufig auch die DVD oder die Blu-ray kaufen. Jetzt ist das, wie gesagt, sehr anekdotisch und die Frage ist, gibt es vielleicht auch Zahlen, die das belegen? Ja, gibt es. Also in Amerika ist es so, dass der Absatz der Game of Thrones DVDs rückläufig ist. Also die Staffel 1 hat irgendwie noch 1 Million verkauft, etwas über 1 Million, die Staffel 2 noch 630.000, Staffel 3 gerade noch 500.000. Das wird etwas kompensiert durch Blu-ray, also klar, DVD geht sowieso zurück, wird etwas kompensiert durch Blu-ray, aber das schafft es gerade, das auf einem relativ gleichen Niveau zu halten. Und wenn Ihnen also jemand erzählt, dass File-Sharing die beste Werbung aller Werbung ist für ein Produkt, also bei den DVD-Verkäufen in den USA, bei Game of Thrones kann man das nicht feststellen. Und es ist auch nicht so, dass die Abonnentenzahlen bei HBO jetzt explodiert sind, jeweils nicht so explodiert wie die Zahlen im File-Sharing, weil wir wissen, dass die Folgen im File-Sharing weit über 100 Millionen nur im File-Sharing heruntergeladen worden sind. Dazu kommt noch File-Hosting, da erkläre ich gleich noch ein bisschen was zu. Dazu kommt noch Usenet, dazu kommen noch Streaming-Portale. Also ich persönlich glaube an diesen Werbeeffekt nicht. Oder? Beziehungsweise ich glaube ihn nur zum Teil. Ich glaube schon, dass File-Sharing Werbung ist, aber ich glaube, es ist in erster Linie Werbung für die Serie an sich und nicht unbedingt für den Kauf einer DVD, einer Blu-ray oder eines Abos bei HBO. Gut. Wie werden Daten getauscht? Ich habe das mal versucht hier einfach darzustellen. Das hier nenne ich sogenannte Schulhofpiraterie, obwohl ich das Wort Piraterie eigentlich nicht so gut finde. Wenn man so will, die guten alten Zeiten der Piraterie hatte nämlich für den Rechteinhaber durchaus den Charme, dass die beiden, die sich hier ausgetauscht haben, kennen mussten. Die haben nämlich haptisch Produkte ausgetauscht, also eine CD-R, DVD-R, eine Festplatte oder einen USB-Stick. Das müssen Sie bei den beiden anderen Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt, nämlich File-Sharing und File-Hosting, nicht mehr machen. Also hier die und die kennen sich nicht mehr, die sich dort austauschen, weil es nämlich irgendwo auf der Welt passieren kann. File-Sharing, für die, die es nicht kennen, ein dezentrales Netzwerk. Hier ist quasi jeder mit jedem verbunden. Jeder, der hier einen Client auf seinem Rechner installiert hat, ist miteinander verbunden und die können sich dann austauschen, können untereinander Daten teilen. Dagegen ist das File-Hosting hier an dieser Stelle ein zentrales System, also ein zentraler Server, auf den hoch und wieder runtergeladen wird, wobei es meistens mehrere Server sind, nicht nur einer, aber eine Serverstruktur. Gut, dann erzähle ich Ihnen mal so ein paar Sachen zu File-Sharing oder Peer-to-Peer-Netzwerken. Natürlich sind das dezentrale Netzwerke, aber auch solche dezentralen Netzwerke brauchen eine Art Inhaltsverzeichnis. Und dieses Inhaltsverzeichnis liefern sogenannte Indexierer. Einer der bekanntesten Indexierer ist The Pirate Bay. Das hier ist von der Analyseseite SimilarWeb. Da sehen Sie so ein paar Daten über Pirate Bay. Also im Juli hatte Pirate Bay 436 Millionen Besuche. Das heißt nicht, dass das 436 Millionen verschiedene Menschen sind, sondern da kann ja auch jemand mehrfach besucht haben. Sie sehen auch, dass die Seite ungefähr Platz 45 im Global Rank, jedenfalls bei dieser Analysefirma, also gehört zu den Top 50 Seiten. In den USA sogar ein bisschen stärker, da sind sie Platz 29. Also das sind schon ziemlich gewaltige Zahlen, die da zustande kommen. Man kann sich bei SimilarWeb auch noch angucken, wie die Demografie der Seitenbesucher ist. In diesem Fall ist es so, Sie sehen Männer, ja, Männer, Bildung ein bisschen über dem Durchschnitt, ja. Und Sie sehen, dass Sie das vorwiegend zu Hause machen und weniger vom Arbeitsplatz aus. Gut, das ist die Pirate Bay-Seite, wenn Sie Pirate Bay ohne einen aktiven Adblocker besuchen.
Sie sehen hier, wir haben das mal gemacht für einen Film, The Purge Anarchy, der relativ neu ist, der irgendwie Ende August gestartet ist. Und hier sehen Sie auch die Ergebnisse, also was ich vorhin sagte, Inhaltsverzeichnis, ne, das können Sie sich hier alles runterladen. Und hier sehen Sie mal, wie gut wieder Targeting bei Werbung greift. Das heißt, ich bekomme hier angezeigt einmal ein Game, ne, also Männer etwas gameaffiner als Frauen. Ich kann hier mit russischen Frauen chatten. Ich habe hier die Möglichkeit, Sexbilder mir anzugucken. Und ich habe hier die Möglichkeit, Sexshows live zu sehen. Neben diesen Werbungen gibt es aber auch noch andere Werbungen dort. Ne? Also es gibt dort auch wieder speziell für Männer irgendwelche Viagra-Imitate, irgendwelche Kräuterdrogen, Online-Spielcasinos und so weiter und so fort. Also Sie sehen, hier wird Geld verdient durch Werbung. Das ist die Währung, in diesem Fall Aufmerksamkeit bei Pirate Bay. Und dort wird auch nicht wenig Geld verdient. Ich weiß nicht, hat einer aus dem Raum hier zufälligerweise den Film The Pirate Bay Away from Keyboard gesehen? Kann man sich, ja? Irgendeiner? Ja? Gut, die meisten haben ihn nicht gesehen. Ich fand den ganz interessant, den Film. Ich empfehle auch, sich den Film mal anzusehen. Ist insofern interessant, weil dieser Film viele Sachen auslässt. Und eine Sache, die ausgelassen wird, ist nämlich genau die Einnahmen, die Pirate Bay aus dieser Werbung erzielt. Die werden in dem Film nämlich tunlichst verschwiegen. Also über Geld sprechen Piraten nicht so gerne. Man kann das aber ganz gut anhand der Daten, die aus dem 2009er Prozess von Pirate Bay hochrechnen. Ich zeige Ihnen hier mal eine Analyse, die kommt von der Webseite Torrent Freak. Die haben also festgestellt, dass die Pirate Bay Webseite zwischen 2011 und 2013 den Traffic etwa verdreifacht hat. Auf die Werbeeinnahmen 2009, 2010 gerechnet, bedeutet, dass die Seite macht etwa zwischen 4 bis 6 Millionen Euro Werbeeinnahmen im Jahr. Es gibt aber noch andere Währungen bei The Pirate Bay. Eine andere Währung ist zum Beispiel das hier. Das, was Sie hier sehen, ist der sogenannte GEMA-Trojaner. Das heißt, Sie wissen eigentlich nie so richtig, was Sie dort bekommen, wenn Sie dort etwas runterladen, haben also gute Chancen, Ihren Rechner zu verseuchen und sich eine Schadsoftware raufzuholen. Das bedeutet, Ihr Rechner wird gekapert und Sie kriegen den Rechner eigentlich gar nicht frei. In diesem Fall ist es so, dass Sie 50 Euro zahlen sollen über Paysafe Card, so eine anonyme Zahlungsmethode, damit Ihr Rechner wieder sauber ist. Wenn Sie das machen, ist Ihr Rechner immer noch verseucht und Sie können auch mal 100 Euro rechnen, die Ihr PC-Höger an der Ecke aufwenden muss oder die Sie dort bei ihm aufwenden müssen, damit der Rechner wieder sauber ist. Diesen GEMA-Trojaner gibt es auch als GVO-Trojaner, als BSI-Trojaner und so weiter und so fort. Es gibt da alle möglichen Spielarten. Und ganz sicher sein können Sie sich halt nie, dass Sie so einen Trojaner erwischen, wenn Sie dort was runterladen, weil es halt keinerlei Kontrolle über diese ganzen Sachen gibt. Es gibt aber noch mehr Profiteure an dem Geschäftsmodell. Was Sie hier sehen, ist das Bild des uTorrent-Client. uTorrent wird von der Firma BitTorrent hergestellt. Also diesen Client brauchen Sie, um sich mit den anderen auszutauschen, ne? Also um Daten mit den anderen zu tauschen. Und auch hier sehen Sie wieder, wie gut Targeting im Werbebereich funktioniert, ne? Ich kriege hier eine Anzeige, eine Werbung für den Dollar Shave Club angezeigt, wo ich für 3 Dollar im Monat Rasierklingen kaufen kann. Oder hier an dieser Stelle kriege ich eine Anzeige für ein Free-to-Play Game, was irgendwas mit Sex zu tun hat. Also funktioniert sehr, sehr gut. Von diesem uTorrent-Client, sagt BitTorrent selber, gibt es eine installierte Basis von 150 Millionen auf der Welt. Das heißt also, diese Werbung hier wird, das kann man auch nicht ausblenden oder so, die wird 150 Millionen Mal angezeigt, sofern die Leute das auch tatsächlich benutzen. Ziehe also jetzt mal ein erstes Zwischenfazit. Also die Profiteure bei dieser Art von Geschäftsmodell ist natürlich der Indexierer, in diesem Fall Pirate Bay, aber das ist jetzt nur einer, es gibt also auch andere. Ne? Ich habe die jetzt nochmal rausgenommen, weil sie halt auch sehr, sehr prominent sind. Es ist der Hersteller des Clients, in diesem Fall BitTorrent, die halt auch massiv Werbung machen. Es sind natürlich die Werbevermarkter, das ist auch sehr interessant, weil irgendjemand muss ja diese Werbung auf die Seite bringen, da sind also auch wieder Firmen zwischengeschaltet. Die Werbung auf der Pirate Bay Seite wird übrigens abgewickelt durch die Nye Holdings Limited auf den Seychellen. Gehört offensichtlich zu Frederick Nye, einem der Pirate Bay Gründer oder Hauptmitglieder, also auch einer, der gegen den ermittelt wurde da in Schweden oder dem der Prozess gemacht worden ist. Firma sitzt auf den Seychellen, aber nicht, weil die Seychellen das neue Silicon Valley des Indischen Ozeans sind, sondern weil sie dort relativ gut und anonym Offshore-Unternehmen gründen können und
auch vor Strafverfolgung gut geschützt sind. Und es sind natürlich die Virenhersteller, so habe ich sie jetzt mal genannt. Also es kann auch jede andere Art von Schadsoftware sein. Das kann auch Schadsoftware sein, die ihren Rechner benutzt, um, was ich, Bitcoins mit auszurechnen. Das kann auch Schadsoftware sein, dass ihr Rechner Teil eines Botnetzes wird. Auch das ist etwas, was man am Ende des Tages wieder in Geld umwandeln kann. Gut, im nächsten Schritt geht es zum File-Hosting. Also das ist das, wo mein Unternehmen eigentlich mehr involviert ist. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich führe Sie jetzt mal hier durch ein Schaubild, was vielleicht im ersten Augenblick etwas unübersichtlich aussieht, aber keine Sorge, ich führe Sie Schritt für Schritt durch. Was wir hier sehen, sind die Datenflüsse beim File-Hosting in weiß dargestellt, also immer wenn es weiße Pfeile sind. Und das grüne, in grünen Pfeilen sind die Zahlungen. Das Ganze startet mit einem Uploader, das ist dieser junge Mann hier, der also hingeht und eine Datei bei einem File-Hosting-Service hochlädt. In der Regel bekommt er einen Link zurück, den könnt ihr jetzt schon gleich veröffentlichen. Das macht er aber nicht, weil so ein Link maschinell auslesbar wäre. Also man könnte Crawler bauen oder Bots bauen, die solche Links finden automatisiert. Das macht er also nicht. Er benutzt einen sogenannten Link-Krypter. Das ist das hier. Das heißt, er verschlüsselt seine Links. Vielleicht haben Sie das auch schon mal im Netz gesehen, wenn Sie irgendwo eine Eingabe machen mussten, dass Sie einen Capture lösen mussten, irgendwie eine Zahlen-Buchstaben-Kombination eingeben oder auf irgendwas klicken oder der Kreis, der offen ist oder so. Das alles bewirkt, dass der Link dieses Uploaders davor geschützt ist, von Systemen automatisiert zu finden. Wenn er den Link zurückbekommen hat, also den geschützten Link, geht er hin und lädt es auf ein Forum hoch oder in ein Forum hoch. In diesem Fall habe ich mal Börse BZ genommen, das größte deutschsprachige Forum, hat etwa 3 Millionen Mitglieder. Dort gibt es über 250.000 Themen. Es gibt also fast nichts, was es dort nicht zu finden gibt. Dort lädt er diesen Link hoch und jetzt gibt es den hier, diesen jungen Mann, das ist der Downloader, der also von diesem Link erfährt, weil er von dem Forum erfahren hat. Und der bekommt jetzt von dem File-Hoster, das ist diese Abteilung hier, bekommt er jetzt viele gute Gründe dafür genannt, dass es besser für ihn ist, einen Premium-Account zu kaufen. Also die Gründe können sein, du kannst schneller runterladen, du kannst gleichzeitige Downloads machen, du kannst einen Download-Manager benutzen, du musst nicht jedes Mal einen Capture lösen und so weiter und so fort. Irgendwann ist der hier weichgekocht, ne, und sagt so, verdammte Kiste, ich mache das jetzt, weil ich möchte gerne das Werk, die Musik, den Film, was auch immer haben. Er bezahlt also an den File-Hoster so einen Premium-Account. Die kosten bis ungefähr so zwischen 40 und 60 Euro im Jahr. Und der File-Hoster ist dem Uploader jetzt sehr, sehr zu Dank verpflichtet. So sehr zu Dank verpflichtet, dass er sagt, ich gebe dir was ab von diesem Geld, was ich da eingenommen habe. Von diesen 60 Euro, die ich jetzt von dem Kunden eingenommen habe, gebe ich dir was ab. Da gibt es so verschiedene Modelle über prozentuale Beteiligung oder Punktesystem, wie auch immer. Aber das ist noch nicht alles an Geldfluss. Der Link-Krypter, der Link-Krypter hier macht natürlich auch Werbung. Das heißt also, deswegen der Fall hier nochmal von der Banner-Werbung zum Link-Krypter. Der Link-Krypter macht natürlich auch Werbung, wird relativ stark frequentiert und sagt dem Uploader auch nochmal vielen Dank, dass du mir so viele, viele Werbekunden gebracht hast. Ich gebe dir von den Einnahmen, die ich von diesen Werbekunden bekommen habe, oder von den Werbungen bekommen hat, gebe ich dir auch was ab. Das heißt also, der Uploader verdient an zwei Stellen. Er verdient einmal hier und er verdient einmal hier. Und wir haben natürlich hier noch die Zahlung der Bannerwerbung für das Forum. Das muss nicht zwangsläufig so sein, das kann so sein. Also nicht alle Foren haben Werbung, aber viele haben eben Werbung, weil sie eben auch sehr, sehr stark frequentiert sind. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, was kann denn so ein Uploader damit eigentlich einnehmen? Also wie viel Geld kann er damit eigentlich verdienen? Hier war jemand mal so freundlich und hat aus dem Backend von seinem Uploaded-Account mal einen Screenshot gemacht. Hier kann man sehen, dass er insgesamt über seine Downloads eine Summe von 30.000 Euro erwirtschaftet hat. Jetzt müssen Sie mir vorstellen, dass dieser Uploader nicht nur bei diesem einen File-Hoster einen Account hat, sondern wenn er clever ist, macht er das noch bei mehreren. Das heißt also, diese Zahl müssen Sie jetzt eigentlich nochmal mit einem Faktor X multiplizieren. Also ich schätze mal 2, 3. Wenn ein Uploader gut ist, dann kann er damit tatsächlich wirklich eine ganze Menge Geld verdienen.
Hier nochmal ein Blick auf das Forum. Also hier sehen Sie das, was Sie am meisten wahrscheinlich interessiert, ist der Bereich Audiobörse. Also es ist aus Börse BZ, die Audiobörse, 234.000 Themen. Also Sie finden dort wahrscheinlich wirklich alles, was Sie jemals irgendwie an Musik gesucht haben, auch in jeglicher Form und auch in jeglicher Qualität. Und dieses Forum finanziert sich hier nochmal ganz speziell, also ist ein bisschen anders noch als übliche Foren. Jeder Kunde, der sich dort anmeldet, also ich sagte ja vorhin 3 Millionen, ne, Nutzer, bekommt so ein Begrüßungsmail, so eine Anmeldemail, wo drin steht, vielen Dank, dass du jetzt dich registriert hast. Und hier wird ihm gleich nahegelegt, kauf dir doch gleich mal so einen Uploaded Premium Account, damit du alle Sachen runterladen kannst. Man kann hier sogar sozusagen die Kundennummer von Börse BZ bei Uploaded erkennen. Also rechnen Sie einfach, 3 Millionen Menschen haben dieses Mail bekommen und eine gewisse Anzahl wird mit Sicherheit hier gleich gesagt haben, das ist ja toll, hole ich mir gleich so einen Account und kann dann zukünftig alles runterladen. Das ist aber noch nicht alles. Das Forum möchte natürlich auf weitere Art und Weisen Geld verdienen. Im Falle von Börse BZ ist es so, dass es immer einen Automatismus gibt, dass jedes zweite Posting zu einem Thema, ist auch völlig egal, welches es ist, wird von einem Nutzer, der sich Gulli BZ nennt, gemacht. Und in diesem Fall ist es, ich habe das jetzt mal nur exemplarisch genommen, ein Musikwerk, heißt Bound by Flame, wo dann dem Nutzer gesagt wird, das kannst du jetzt hier und hier kriegen. Und er wird in diesem Fall, oder man versucht ihn in diesem Fall, einen Usenet-Account zu verkaufen. Das Usenet ist so ein Parallelnetz zum Internet. Und hier wird ihm gesagt, das gibt es dort. Und dann sagt man ihm auch, ja, du müsstest dich bei uns einmal verifizieren, weil du kannst so einen 14-tägigen kostenlosen Zugang bekommen. Und wir können den aber nur einmal an jeden Kunden geben und weil wir das nur einmal können, brauchen wir mal ein paar Daten von dir. Und wenn Sie an diesem Punkt schon sind, wo es dann heißt, du hast es fast geschafft, ne, und haben hier vielleicht Ihre Mobilfunkdaten oder Ihre Kontodaten freigegeben oder Ihre Kreditkartendaten, dann haben Sie gute Chancen, ein Jahresabo dort abgeschlossen zu haben und dass Ihnen dann 240 €, so viel kostet das nämlich, fürs ganze Jahr abgebucht werden. Und das passiert auch, also das Internet ist voll von irgendwelchen Berichten von Leuten, die abkotzen, weil sie so ein First-Load-Abo abgeschlossen haben, obwohl sie es gar nicht wollten, obwohl man sie irgendwie dazu verführt hat. Und es ist natürlich schwer, das Geld zurückzukriegen, weil die Firma sitzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das reicht aber immer noch nicht. Das heißt, jeder Kunde, der bei Börse BZ in den 234.000 Musikthemen irgendwas gefunden hat und dann draufklickt, wobei in diesem Fall habe ich mal einen Film genommen, A Million Ways to Die in the West, ja, der bekommt nochmal Werbung. Also an dieser Stelle nochmal Werbung für einen sogenannten VPN oder Anonymisierungsdienst. Das taucht hier sogar zweimal auf. Dieser Anonymisierungsdienst heißt HideMI, VPN und Anonymisierung. Und hier bekommt der Kunde nochmal Werbung für Uploaded. Also kauft ihr doch jetzt bitte einen Premium-Account für Uploaded. Das heißt, jedes Mal, wenn das Forum verlassen wird, um zu einem File-Hoster zu gehen, wird diese Werbung eingeblendet. Also nochmal eine Möglichkeit, den Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen. Man kann es auch auf die Spitze treiben. Das haben die Betreiber von Börse BZ jetzt gerade im Juli gemacht. Sie haben nämlich einfach mal über Geo-IPs herausgefunden, welche Kunden aus Deutschland oder Österreich, ich glaube England war auch dabei, kommen und haben denen gesagt, tut mir leid, du kommst nicht mehr an den Content-Bereich ran. Wir sperren dich jetzt, weil du aus Deutschland oder aus Österreich oder so kommst. Aber du kannst das umgehen, indem du dir so einen Zugang hier bei HideMI kaufst und dann ist das alles wieder möglich, weil der kamoufliert deine IP und sagt uns dann, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Land. Das heißt, das ist schon richtig Hard Selling hier an dieser Stelle. HideMI, muss man auch wissen, sitzt in Malaysia. Malaysia ist auch ganz interessant, weil kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland, also da ist man auch relativ safe. Ist ein VPN-Dienst. An VPN-Diensten ist erstmal nichts Schlechtes. Ne? Also ist nicht so, dass man sagen kann, das ist automatisch kriminell oder illegal oder so, ist es überhaupt nicht. In diesem Fall ist es aber so, sie zahlen hier ungefähr 3 bis 4 Mal mehr, als wenn sie das über einen anderen Anbieter machen. Das heißt also, die Kunden werden hier extrem ausgenommen. Und jetzt rechnen Sie einfach mal, der optimale Börse-BZ-Kunde hat dann schon 60 € bezahlt, weil er ein Jahresabo bei Uploaded gekauft hat.
Er hat nochmal 240 Euro bezahlt, weil er dummerweise ein First-Load-Abo bezahlt hat. Und er hat hier nochmal 120 Euro für ein Jahr Subskription bei HeidMI bezahlt. Das heißt, er ist schon bei weit über 400 Euro, die er ausgegeben hat, wenn er der perfekte Börse-BZ-Kunde ist. Also Sie sehen, hier gibt es viel, viel mehr Profiteure als beim File-Sharing. Also wir haben den Uploader, habe ich erklärt, ne? Der kriegt zweimal Geld, einmal vom File-Hoster, vom Link-Crypter. Wir haben den Link-Crypter, der partizipiert, wir haben den File-Hoster. Wir haben auch, das ist jetzt neu, das Data Center, also das ist das Rechenzentrum, in dem diese Dienste gehostet werden, weil die eigentlich alle so gut wie keine eigene Infrastruktur haben. Das heißt, sie mieten sich in große Serverparks in Rechenzentren ein und mieten da einfach die Rechner. Wir haben das Forum, also in diesem Fall Börse BZ, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Also wir haben bei uns in der Datenbank etwa 600 solcher Foren wie Börse BZ. Nicht alle haben die gleiche Relevanz, aber es gibt sehr, sehr viele. Wir haben natürlich auch die Werbevermarkter, die an dieser ganzen Geschichte partizipieren. Wir haben, das kommt hier noch dazu, Zahlungsdienstleister, denn am Ende des Tages muss ja irgendwie das Geld an First Load bezahlt werden oder auch das Geld an Uploaded bezahlt werden, auch die partizipieren. Wir haben VPN-Services, die halt hier noch mit verdienen oder angeboten werden. Und wir haben am Ende noch so Anbieter wie First Load als Usenet-Anbieter. Sie sehen also, es sind viel, viel mehr als beim File-Sharing. Ja, könnte man, aber da müsste man sie bei beiden mit reinnehmen, ne? Also klar, könnte man, sind sicherlich. Nee, das glaube ich nicht. Also sie können auch ganz, ganz viele legale Sachen machen mit dem schnellen Internet. Also ich habe eine 100.000er Leitung und ich bin kein File-Sharer, also das geht auch. Also das eine muss das andere nicht ausschließen. Klar könnte man die auch mit reinnehmen, aber ich glaube nicht, dass der eigentliche Geschäftszweck der Telekom oder Telefonica oder so die unregulierte Distribution ist. Ja, ich habe das mal das große Bild genannt, weil ich beschäftige mich mit diesem ganzen Thema halt schon sehr, sehr lange und überlege auch immer, gibt es eigentlich eine Lösung dafür, gibt es einen Ausweg oder was könnte die Lösung sein? Und ich habe das hier mal mit einer silbernen Kugel, also Silver Bullet, als Bild beschrieben. Also gibt es die Silver Bullet, die diese ganzen Probleme sozusagen löst, die wir in dem Bereich haben? Die gibt es natürlich nicht, sondern es gibt immer nur Einzelmaßnahmen oder einzelne Dinge, die man tun kann oder die getan werden könnten, um das Problem ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ein Problem sind tatsächlich die Data Centers. Wir haben mal für die MPA, also für die Motion Picture Association, letztes Jahr im Herbst so eine Studie gemacht, wo wir uns angeguckt haben, wo sind denn eigentlich die Rechenzentren dieser File-Hoster. Und uns wird ja oft erzählt, das ist irgendwo in der Südsee oder in Tonga oder auf den Seychellen oder Belize oder wo auch immer. Das ist aber nicht der Fall. Wenn Sie hier mal gucken, 66% der Data Centers sind in der EU, 19% sind in den USA, dann sind sie schon bei 85%, wenn man das zusammennimmt. Wenn man jetzt mal das benachbarte europäische Ausland oder Schweiz, die jetzt alle nicht dabei sind, dazu nimmt, also von mir aus auch ein bisschen Osteuropa, dann sind wir sogar bei weit über 90%. Und wenn man dann wiederum die EU nimmt, dann sieht man, dass die Niederlande hier ganz vorne sind. Also vielleicht auch jetzt nicht, weil die Niederlande ein Hort des Verbrechens sind oder so, sondern Amsterdam ist halt neben Frankfurt, glaube ich, einer der wichtigsten Knoten in Europa. Ich meine sogar der zweitgrößte Knoten. Das heißt also, es geht dort viel Traffic rüber. In den Niederlanden haben sie dazu noch den Vorteil, dass sie einen sehr, sehr großen Wettbewerb unter den Data Centers haben. Also es gibt dort eine ganze Menge. Insofern haben sie in den Niederlanden wirklich sehr, sehr gute Preise. Und sie kommen dort eben auch als jemand, der Englisch spricht, ganz gut weiter. Also es ist wahrscheinlich eher ein Problem, so ein Datacenter in der Ukraine zu kontakten, als ein Datacenter in Amsterdam zu kontakten, wenn es mal Probleme mit ihren Server gibt. Insofern wundert es auch nicht, dass dann eine niederländische Firma, in diesem Fall Leaseweb, bei dieser Statistik hier auch die Hitliste der Datacenters anführt. Es gibt aber eben noch ein paar mehr, die auch aus den Niederlanden kommen, also in diesem Fall hier Verbasilla wäre, aber es gibt auch welche aus Deutschland. Also es ist nicht so, dass das ausschließlich alles in den Niederlanden ist, aber die nehmen halt schon einen sehr, sehr breiten Teil ein. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir betrachten auch die Zahlungswege, also wir monitoren auch die Zahlungswege. Auch das ist ganz interessant. Wir haben das mal so für etwa 200
verschiedene File-Hoster gemacht. Es gibt Mehrfachnennungen, es sind Mehrfachnennungen möglich. Also Sie können halt nicht immer nur auf eine Art und Weise bezahlen, sondern Sie können eben auf verschiedene Art und Weisen bezahlen. Man sieht hier sehr weit vorne sind Visa und Mastercard. An Platz 3 Reseller, auch das ist sehr, sehr interessant, weil wir einfach feststellen, dass an vielen Ebenen, wo man vielleicht mal denkt, man könnte einen Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, einfach noch eine weitere Ebene eingeführt wird. Das heißt, es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, ihnen nur Voucher oder Gutscheine für File-Hosting-Dienste zu verkaufen. Und die sitzen dann auch in ganz, ganz anderen Ländern. Das heißt, ich hätte viel, viel größere Probleme über den Weg des Geldes, das zu verfolgen, als wenn ich das direkt machen würde. Ne? Interessant ist auch Platz 4 hier, No Payment Visible. Es gibt tatsächlich Seiten, da gibt es keine Zahlung. Also da kommen Sie rauf, File-Hosting-Seiten, da sehen Sie keine Zahlung. Und das sind die Seiten, die besonders interessant sind, weil da haben Sie gute, gute Chancen, sich Ihren Rechner zu verseuchen über irgendwelche Drive-By-Attacken oder so. Also insofern glaube ich, ist auch das wichtig, auch das vielleicht mal einem Konsumenten zu erklären. Wir sehen hier PayPal, auch das finde ich ganz interessant, auf Platz 9. Wenn Sie mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen von PayPal lesen würden, dann wüssten Sie, dass Urheberrechtsverletzungen ein absolutes No-Go sind bei PayPal. Also es dürfte eigentlich gar nicht sein. Normalerweise müsste PayPal mit diesen Leuten überhaupt keine Geschäfte machen. Sie machen es aber trotzdem. Und das liegt einfach daran, dass auch immer wieder neue File-Hoster aufploppen. Also es verschwinden immer eine ganze Reihe. Es ploppen aber auch immer wieder neue auf. Auch hier, ne, Platz 10, werbefinanziert. Also auch das eine Möglichkeit, dass man tatsächlich nicht direkt das Geld mit den Kunden verdient, sondern halt sich über Werbung das Geld zurückholt. Ja, dann kommen wir nochmal zu dem Thema Werbung. Das ist auch ganz interessant. Dieser Screenshot hier ist, oder diese Screenshots sind von einem Live-Sport-Portal, wo man also Bundesliga-Fußball oder sowas gucken kann. Funktioniert aber im Grunde nach dem gleichen Prinzip, was ich Ihnen eben schon erklärt habe. Und da sieht man auch wieder, wie gut Targeting im Werbebereich funktioniert. Ich als Mann gucke mir das an und ich als Mann bekomme hier Head & Shoulders Werbung, ich bekomme Bundeswehr Werbung, ich bekomme hier James Bond Parfum, ich bekomme hier Nivea for Men und ich bekomme hier Werbung für das Google Nexus. Das ist sowieso ganz interessant, weil die Werbung aus unserer Sicht einen ganz, ganz großen Anteil an dieser Form der Distribution hat. Also platt könnte man sagen, die Werbung ist ganz, ganz oft das Benzin im Motor dieser ganzen Geschichte. Und wir stellen das an vielen, vielen Dingen fest, auch dass die Werbung halt immer gezielter wird. Ne? Also wenn Sie bei Pirate Bay gesehen haben, die haben mich schlecht getargetet, wenn man so will. Also da kriege ich irgendwie nur Sex, aber hier kriege ich ja schon Sachen, die irgendwie auch so aussehen, als wenn das regulär wäre oder als wenn die Seite vielleicht sogar regulär wäre. Weil ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, dass eine Seite, auf der Google-Werbung ist, dass die irregulär ist. Wie könnte jetzt eine Lösung aussehen oder wie können Lösungen aussehen? Ich glaube, dass wir ganz viel über das Thema Convenience, gibt ein schlechtes deutsches Wort dafür, reden müssen. Also ich glaube, dass Dienste wie Spotify, also auch wenn ich weiß, dass Ihre Branche große Probleme mit den Streaming-Diensten hat oder zumindest liest man immer darüber, dass viele sehr unzufrieden sind mit den Auszahlungsraten von Spotify. Ich glaube aber, dass es eher ein temporäres Problem, beziehungsweise meiner Meinung nach ist Spotify viel zu billig. Und das liegt einfach daran, dass Spotify mit vermeintlich null konkurrieren muss. Und insofern, glaube ich, kommt dann auch so ein Preis zustande wie 10 Euro. Also im Grunde genommen ist das der absolute Wahnsinn, dass Sie für das, was Sie für, ich sag mal, zwei Drittel einer CD bezahlen, im ganzen Monat für 25 Millionen Tracks zahlen. Also ich wäre zum Beispiel auch bereit für Spotify, also ich bin Spotify-Abonnent, muss ich sagen, auch mehr zu zahlen. Ne? Das Ganze geht natürlich weiter hier im Bereich Film. Watch Ever ist eigentlich ganz genauso. Finde ich persönlich gesagt auch unglaublich günstig. Also für 7 Euro oder 8 Euro im Monat aus, ich so vielen Filmen, wie kein Mensch jemals in seinem Leben gucken kann, zu wählen. Der große Vorteil dieser Dienste oder auch jetzt Steam für Games, wobei da haben sie keine Flatrate oder so, aber da haben sie manchmal sehr, sehr, sehr gute Preise. Ich glaube, dass irgendein Kunde, der vorher schon mal 400 Euro ausgegeben hat, bei diesen anderen Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, dass das jemand ist, der ist prädestiniert dafür, Spotify im Monat 10 Euro oder von mir aus auch Watch Ever oder Netflix 7, 8 oder 9 oder 10 Euro im Monat zu zahlen oder seine Spiele von Steam zu beziehen und vielleicht an irgendwelchen
Sonderaktionen teilzunehmen. Ja, ich komme schon zu dem Punkt Fazit. Ich hatte ja vorhin am Anfang gesagt, im Netz wird immer bezahlt. Ja, das stimmt auch. Also Sie sehen das auch an dieser Präsentation. Es gibt eigentlich keinen Altruismus. Es gibt im Netz auch nichts, was irgendwie umsonst oder kostenlos ist. Hinter jeder Sache steckt in der Regel ein Geschäftsmodell. Was nicht heißt, dass es nicht auch ein paar Seiten gibt, wo das nicht so sein muss. Aber bei den Seiten, auf denen wir unterwegs sind oder die wir monitoren, gibt es keine einzige, die das irgendwie aus Gutmütigkeit oder aus Barmherzigkeit macht. Wir haben hier auch das Problem, dass wir einen asymmetrischen Wettbewerb haben. Denn die drei Dienste, die ich Ihnen hier gerade genannt habe, also Spotify, WatchEver oder auch Steam, haben natürlich gegenüber jedem illegalen Dienst einen riesengroßen Nachteil. Das heißt, sie müssen die Berechtigten, die Schöpfer der Werke, die sie dort vertreiben, in irgendeiner Art und Weise beteiligen. Also selbst wenn das nach Meinung der Urheber aus dem Musikbereich nicht genug ist. Insofern muss so ein Dienst immer optisch teurer sein als jemand, der diese Beteiligung halt nicht zahlen muss. Also Pirate Bay zahlt ihnen halt nichts als Musikurheber und Pirate Bay zahlt uns auch nichts dafür, dass unsere Produkte dort irgendwie vertrieben werden. Insofern haben wir hier einen total asymmetrischen Wettbewerb. Wir haben an allen Stellen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, auch fantastisch Verantwortungsdiffusion. Es ist nämlich völlig egal, mit wem Sie sprechen, ob Sie mit dem Datacenter sprechen oder mit dem Registrar der Webseite oder mit dem Payment-Provider, Payment-Dienstleister. Jeder für sich sagt Ihnen eigentlich immer, wieso, ich habe doch nur einen Server zur Verfügung gestellt, ich habe doch nur die Zahlung abgewickelt, ich habe doch nur die Seite registriert und so weiter. In der Summe ist es aber so, dass ohne die einzelnen Teile dieses Puzzles hier das Ganze nicht funktionieren kann. Insofern arbeiten die sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, ein Schlüssel, diese ganze Geschichte zu lösen, ist auch einfach, diese Verantwortungsdiffusion aufzulösen und vielleicht auch mal klare Verantwortung zuzuweisen in dem Bereich. Und das Zuweisen von Verantwortung muss nicht zwangsläufig heißen, dass man irgendwelche Leute in die Haftung betreffs Geld nimmt, sondern ich glaube, Verantwortungszuweisung kann auch heißen, dass man zum Beispiel sowas wie einen Auskunftsanspruch bekommt. Weil wir haben das große Problem, dass Sie heute eigentlich sehr, sehr einfach eine Webseite registrieren können, ohne dass Sie irgendwelche großen Spuren hinterlassen. Also Sie können Anonymisierungsdienste benutzen oder Sie gründen eine Offshore-Firma irgendwo in Übersee. Und das sind alles Dinge, die es eben sehr, sehr einfach machen, sich zu anonymisieren. Obwohl an irgendwelchen Stellen tatsächlich dann aber Menschen involviert sind und auch Geldflüsse da sind. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann werden wir auch einfach viel, viel weniger diese Art der unregulierten Distribution erleben. Und ich glaube, wir brauchen eine Zangenbewegung. Also ich sage, auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir Rechtsdurchsetzung haben. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass eigentlich alle Kreativwirtschaftsbereiche aufgefordert sind, gute, bezahlbare, attraktive, angenehme Dienste für ihre Kunden zur Verfügung zu stellen, um aus den, was ich vorhin sagte, 1 zu 30, 1 zu 50, aus dieser Ratio möglichst viele Kunden zurückzugewinnen und vielleicht zukünftige Zahler auch zu generieren. Gut, das war's. Ich hoffe, Sie konnten dieser Sache folgen. Wenn es noch Fragen gibt, wir haben noch ein zweites Mikro, dann beantworte ich die gerne. Ja, guten Tag und vielen Dank. Ich habe mal jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Bin Rechtsanwalt, habe einen Verlag, der hat ein E-Book gehabt, was dann irgendwo oben stand, oder das war noch nicht mal ein E-Book, also ja. Ein Buch, was dann eingescannt wurde, stand, glaube ich, bei Lesen.to. Ja. Da werden Sie auch Erfahrung haben, das war dann Foxility Rumänien meldete sich, die haben aber, glaube ich, auch einen amerikanischen Ableger oder eine Mutter, amerikanisch, weiß ich nicht. Nee, also Sie haben meine erste Kooperation mit Level 3, Sie lassen die, also die haben sozusagen wieder Infrastruktur von Amerikanern gemietet. Ja, ja. Das wäre nämlich jetzt meine Frage, nach Ihrer Sichtweise, Foxility, wäre das jetzt ein Datacenter oder ein File-Hosting? Nee, Foxility ist das Datacenter, also Lesen.to ist in diesem Fall der File-Hoster, ne? Also der File-Hosting-Dienst. Und das Data Center ist in diesem Fall Voxility in Rumänien. Übrigens war auch in der Statistik hier ziemlich weit vorne dabei, wobei das ist gerade dabei, sich alles ein bisschen zu ändern. Gibt eben immer so Auf und Abs. Ne? Momentan ist ganz, ganz viel bei Cloudflare, US-Unternehmen. Auch super interessant, wo es Vermutungen gibt, dass das einfach nur gegründet wurde, um genau diese Art des Geschäftes zu begünstigen. Also wen es interessiert, mal im Internet unter Crimeflare gucken. Da sieht man sehr, sehr interessante Sachen über dieses Unternehmen.
Und letztlich noch als Ergebnis, also jetzt in dem Fall, den ich hatte, da war es so angeschrieben hier und da, dann ging das auch noch über die Staatsanwaltschaft. Der Betreiber, der wurde dann auch noch mitgeteilt oder staatsanwaltschaftlich, ich weiß wahrscheinlich Uploader, war glaube ich irgendwie aus Moskau, kommt man ja auch nicht ran, strafrechtlich. Ja. Dann nochmal angeschrieben nach Rumänien, dann haben die das aber, die haben mitgeteilt, sie hätten denen dann angeschrieben und dann wurde das auch gelöscht. Das ist auch ein komisches Ergebnis, immerhin. Ja. Wo ich jetzt aber nicht gecheckt habe, ob das woanders wieder aufgetaucht ist, was ja wahrscheinlich ist. Aber meine Frage ist jetzt Ihr Unternehmen, welches Ergebnis können Sie herbeiführen? Naja, wir würden... Wie machen Sie es jetzt rechtlich? Machen Sie es technisch oder auch mit Anwälten? Ja, verschiedene. Also es gibt verschiedene Ansätze. Erstmal gucken wir, ob es überhaupt gelöscht wird. Also wir haben quasi so ein Verfahren, was permanent nachguckt, sind die Links noch on oder off. Also wir können Ihnen auf die Minute genau sagen, wann Ihr Link gelöscht wurde, weil wir das alles mittracken über ein automatisches System. Minute ist vielleicht übertrieben, also auf die Stunde genau, sagen wir so, ne? Weil Sie können nicht jede Minute alles durchratteln. Ich weiß nicht, wenn Sie Millionen von Links im System haben. Wir gucken, ob es gelöscht wurde, wann es gelöscht wurde. Wir gucken natürlich auch, ob es erneut hochgeladen wurde. Und wenn es nicht gelöscht wird, dann gibt es halt so Eskalationsstufen. In diesem Fall wäre es so, Sie erreichen ja niemanden bei Lesen.to. Also Lesen.to, eine TO-Domain hat kein Whois. Also da werden Sie nicht feststellen, wer der Betreiber dieser Domain ist. Und Sie haben mal die Möglichkeit, an das Datacenter zu gehen und zu sagen, die löschen es nicht und bei denen zu eskalieren, weil die müssen nämlich genauso wie eigentlich der File-Hoster nach Inkenntnissetzung, so nennt man dieses Verfahren, Notice and Takedown, müssten die eigentlich löschen und genauso muss das Datacenter dann löschen. Also es muss einen Kunden informieren, Voxility weiß übrigens auch, wer es ist, also wenn man ihnen gesagt, Moskau, gut, kann sein. Bitte? Mit Namen und Anschrift. Ach so, okay, ja. Ja, dann kann man natürlich versuchen, da strafrechtlich was zu machen oder zivilrechtlich was zu machen. Wir liefern ja auch Strafverfolgungsbehörden Daten, weil wir ein bisschen anderen Blick auf die ganze Geschichte haben. Weil man eben auch andere Zusammenhänge sieht. Also so ein Staatsanwalt sieht halt nicht, welches Forum arbeitet mit welchem File-Hoster zusammen und welcher File-Hoster löscht gut oder schlecht oder wie ist das Löschverhalten generell. Und wir liefern Staatsanwaltschaften auch solche Daten, also Strafverfolgungsbehörden auch solche Daten. Und wir würden zumindest für einen gewissen Zeitraum, wenn Sie uns beauftragen, so ein Werk zu beobachten, würden wir dafür sorgen, dass es in diesem Zeitraum auch nicht auftaucht oder sobald es auftaucht, auch gleich gelöscht wird. Ja, also ich habe leider den Anfang verpasst. Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht völlig daneben. Aber eben gerade, wie die öffentlichen Strafverfolgungsbehörden dann auch agieren, weil Sie haben auch gerade gesagt, dass Sie denen teilweise zuarbeiten. Ja. Sind die da dann sehr aktiv oder eher passiv und erst wenn Sie auf die zukommen, machen die was oder haben die dann, müssen die mal noch so eigene Taskforce oder so? Ja, ich will Sie jetzt nicht ermutigen. Irgendwas müssen die ja eigentlich machen. Ja. Also man muss dazu wissen, und ich bin kein Jurist, ne? Also man muss dazu wissen, dass es natürlich immer einen Bezug zu dem Bundesland geben muss oder zu dem Ort geben muss, für den die Staatsanwaltschaft zuständig ist. Das heißt, Sie können jetzt nicht einfach zu Ihrer Staatsanwaltschaft gehen, das können Sie schon, ne? Also irgendwie eine Anzeige erstatten, sondern es muss zumindest so sein, dass der Verdacht sich gegen jemanden richtet, der auch in einem Bereich wohnt, wo die Staatsanwaltschaft zuständig ist. Also deswegen ist dieser ganze Fall Kino.to in Dresden gelandet, weil einer der Beschuldigten in Leipzig saß. Wir haben leider, muss man auch so sagen, extrem wenig Staatsanwaltschaften in Deutschland, die so gut sind wie die in Dresden, ne, und die auch so viel Lust haben, solche Verfahren zu führen, weil es ist sehr, sehr anstrengend auf der einen Seite, es ist auch sehr teuer, weil wir verkaufen unsere Dienstleistungen an die. Also, und wenn Sie andere forensische Auswertungen haben wollen, dann muss eine Staatsanwaltschaft die eben auch kaufen und die überlegen sich ziemlich genau, ob sie jetzt für so ein Verfahren sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen wollen. Ab und zu kommt Geld zurück, wie im Falle Kino.to, da war es sogar eine ganze Menge. Aber das ist halt auch nicht so, dass man dann irgendwie sagen kann, der Staatsanwalt hat 4 Millionen eingenommen, sein Verfahren hat 1 Million gekostet, jetzt kann er 3 Millionen verballern für irgendwas, sondern das wandert halt ins Staatssäckel. Ansonsten muss man leider feststellen, dass Staatsanwaltschaften auf Urheberrechtsverletzungen keinen Bock haben. So, das ist so. Also wenn Sie heute jemanden entführen oder was anderes machen, das da wird sofort ermittelt. Aber in diesem Fall ist es leider so, dass das eben nicht so ist, was auch ein bisschen frustrierend ist. Also da scheint es auch nicht zu bewegen. Naja, das ist halt auch ein Problem dieser ganzen föderalen Geschichte. Ne? Wenn Sie Glück haben, dann haben Sie einen Beschuldigten, der halt in einem Bundesland sitzt oder in einem Staatsanwaltschaftsbezirk sitzt, für den eine Staatsanwaltschaft zuständig ist, die halt Lust auf so ein Verfahren hat. Ne?
Also man kann aber jetzt nicht generell sagen, dass da irgendwas besser geworden ist oder so. Also selbst die Staatsanwaltschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, arbeiten sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Die einigen sind wirklich schnell und auf Zack und die anderen sind eher langsam und akribisch. Sonst keine Fragen mehr. Ja, ist doch gut. Ich hoffe, es hat sich alles so geklärt. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag.